Kapitel 28, Abschnitt 5. Die höhere Verbindung. Die Versöhnung für dich selber anzunehmen heißt, den Traum eines anderen von Krankheit und Tod nicht zu unterstützen. Das heißt, dass du nicht seinen Wunsch nach Trennung teilst und ihn nicht Illusionen gegen sich selbst richten lässt. Noch willst du, dass sie stattdessen gegen dich gerichtet werden. So sind sie wirkungslos. Und du bist frei von Schmerzensträumen, weil du ihn frei davon sein lässt. Hilfst du ihm nicht, so wirst du mit ihm Schmerz erleiden, weil das dein Wunsch ist. Und du wirst eine Figur in seinem Traum von Schmerz, wie er in deinem. So werdet ihr, du und dein Bruder, beide zu Illusionen und identitätslos. Du könntest irgendjemand oder irgendetwas sein, je nachdem, wessen bösen Traum du teilst. Du kannst dir nur des einen sicher sein, dass du böse bist, denn du hast Teil an Träumen der Angst. Es gibt einen Weg, Gewissheit gleich hier und jetzt zu finden. Lehne es ab, ein Teil von Träumen voller Angst zu sein, welche Form sie auch annehmen mögen, denn in ihnen wirst du die Identität verlieren. Du findest dich selbst dadurch, dass du nicht akzeptierst, dass sie dich verursachen und dir Wirkungen geben. Du stehst getrennt von ihnen, doch nicht von ihm getrennt, der sie da träumt. So trennst du den Traum vom Träumer, verbindest dich mit dem einen und lässt den anderen los. Der Traum ist nichts als eine Illusion im Geist, und du möchtest dich mit dem Geist vereinen, doch niemals mit dem Traum. Es ist der Traum, vor dem du Angst hast, und nicht der Geist. Du siehst sie als dasselbe an, weil du denkst, du seist nichts als ein Traum. Und das, was wirklich ist und was nur eine Illusion in dir ist, erkennst du nicht und kannst es nicht auseinanderhalten. Wie du, denkt auch dein Bruder, ein Traum zu sein. Teile die Illusion nicht, die er über sich hegt, denn deine Identität hängt von seiner Wirklichkeit ab. Denke vielmehr an ihn als einen Geist, in dem die Illusionen noch bestehen, jedoch als Geist, der dir ein Bruder ist. Er wird weder durch das, was er träumt, zu deinem Bruder, noch ist sein Körper, der sogenannte Held des Traums, dein Bruder. Es ist seine Wirklichkeit, die dein Bruder ist, so wie es deine für ihn ist. Dein Geist und seiner sind in Brüderlichkeit verbunden. Sein Körper sowie seine Träume scheinen nur einen kleinen Graben zu machen, wo deine mit den seinen sich verbunden haben. Und dennoch, zwischen euren Geistern gibt es keinen Graben. Dich mit seinen Träumen zu verbinden, heißt also, ihm nicht zu begegnen, weil seine Träume sich von dir trennen wollen. Befreie ihn deshalb einfach dadurch, dass du Anspruch auf Brüderschaft erhebst und nicht auf Träume der Angst. Lasse ihn erkennen, wer er ist, indem du seine Illusionen nicht durch deinen Glauben unterstützt, denn tust du das, so wirst du an deine glauben. Und wenn du an die deinen glaubst, dann wird er nicht befreit, und du bleibst in der Knechtschaft seiner Träume. Und Träume der Angst werden den kleinen Graben heimsuchen, in dem nur Illusionen wohnen, die du im Geiste deines Bruders unterstützt hast. Du kannst gewiss sein, dass er, wenn du nur deinen Teil tust, den seinen tun wird, denn er wird sich dort, wo du stehst, mit dir verbinden. Ruf ihm nicht zu, er solle dir im Graben zwischen euch begegnen, sonst musst du glauben, das sei deine Wirklichkeit, wie auch die seine. Du kannst nicht seinen Teil tun, das tust du aber, wenn du eine passive Figur in seinen Träumen wirst, anstatt der Träumer deiner eigenen.
Identität in Träumen ist bedeutungslos, weil nämlich Traum und Träumer eins sind. Wer einen Traum mit anderen teilt, der muss der Traum sein, den er teilt, weil durch das Teilen eine Ursache erzeugt wird. Du teilst Verwirrung und du bist verwirrt, denn in dem Graben gibt es kein stabiles Selbst. Was dasselbe ist, scheint verschieden zu sein, weil es den Anschein hat, dass dasselbe ungleich ist. Deine Träume sind die deinen, weil du sie so sein lässt. Doch wenn du deine eigenen entfernen würdest, dann wäre er von ihnen und ebenso von seinen eigenen frei. Deine Träume sind Zeugnisse für seine und die seinen bezeugen die Wahrheit der deinen. Doch wenn du siehst, dass keine Wahrheit in den deinen ist, vergehen seine Träume und er wird verstehen, was den Traum gemacht hat. Der Heilige Geist ist in euer beider Geist und er ist eins, weil es keinen Graben gibt, der sein Einssein von sich selbst trennt. Der Graben zwischen euren Körpern ist belanglos, denn was in ihm verbunden ist, ist immer eins. Niemand ist krank, wenn jemand anders sein Vereintsein mit ihm akzeptiert. Sein Wunsch, ein kranker und getrennter Geist zu sein, kann ohne einen Zeugen oder eine Ursache nicht bestehen bleiben. Und beide sind vergangen, wenn jemand willens ist, mit ihm vereint zu sein. Er hat Träume, dass er getrennt von seinem Bruder sei, der dadurch, dass er seinen Traum nicht teilt, den Raum zwischen ihnen leer gelassen hat. Und der Vater kommt, um sich mit seinem Sohn zu verbinden, mit dem der Heilige Geist sich verbunden hat. Die Funktion des Heiligen Geistes ist es, das zerbrochene Bild des Gottessohnes aufzunehmen und jeden Teil an seinen Platz zurückzulegen. Dies heilige und ganz geheilte Bild hält er jedem der getrennten Teile hin, das denkt, es sei ein Bild für sich. Jedem bietet er seine Identität an, die das ganze Bild darstellt, statt eines kleinen, abgebrochenen Stückes, von dem er fest behauptete, das sei er selbst. Und wenn er dieses Bild sieht, wird er sich selbst wiedererkennen. Wenn du deines Bruders bösen Traum nicht teilst, ist dies das Bild, welches das Wunder in den kleinen Graben stellen wird, der reingehalten wurde von jedem Keim der Krankheit und der Sünde. Und hier wird der Vater seinen Sohn empfangen, weil sein Sohn gütig zu sich selber war. Vater, ich danke dir in der Erkenntnis, dass du gekommen bist, um jeden kleinen Graben auszufüllen, der zwischen den zerbrochenen Stücken deines heiligen Sohnes liegt. Deine Heiligkeit, vollständig und vollkommen, liegt in jedem Einzelnen von ihnen. Und sie sind vereint miteinander, weil das, was in dem einen ist, in ihnen allen ist. Wie heilig ist das kleinste Sandkorn, wenn es als ein Teil des vervollständigten Bildes von Gottes Sohn begriffen wird. Die Formen, die die zerbrochenen Stücke anzunehmen scheinen, bedeuten nichts. Denn das Ganze ist in jedem Einzelnen, und jeder Aspekt des Sohnes Gottes ist genau der gleiche wie jeder andere Teil. Verbinde dich nicht mit den Träumen deines Bruders, sondern verbinde dich mit ihm. Und wo du dich mit seinem Sohn verbindest, da ist der Vater. Wer sucht nach Ersatz, sobald er wahrnimmt, dass er nichts verloren hat? Wer möchte denn den angeblichen Gewinn aus der Krankheit haben wollen, wenn er das einfache Glück der Gesundheit empfangen hat? Was Gott gegeben hat, kann kein Verlust sein, und was nicht von ihm ist, hat keine Wirkungen. Was also möchtest du wahrnehmen in dem Graben?
Der Keim der Krankheit kommt vom Glauben, dass Freude in der Trennung liegt und diese aufzugeben Opfer wäre. Doch Wunder sind die Folge, wenn du nicht darauf bestehst, im Graben etwas, was nicht vorhanden ist, zu sehen. Deine Bereitwilligkeit, Illusionen loszulassen, ist alles, was der Heiler des Sohnes Gottes braucht. Er wird das Wunder der Heilung dorthin legen, wo die Keime der Krankheit waren. Und da wird kein Verlust sein, sondern nur Gewinn.